Der Blutsee befindet sich zwischen Vils in Tirol und Füssen im Allgäu. Gelegen im Faulenbacher Tal ranken sich um den See unzählige Geschichten. Wer den beschaulichen See umwandert, wird es kaum glauben, dass in etwa 15 Metern Tiefe eine wahre Todeszone beginnt. Ab hier ist das Wasser nämlich reinste Schwefelsäure. Hier finden sich eine Schicht jener purpurnen Schwefelbakterien, die bei bestimmten Wasserverhältnissen nach oben treiben und rote Flecken auf dem See bilden, was wiederum dazu führt, dass es aussieht, als würde der See bluten. Gemeint ist der Alersee bei Füssen im beschaulichen Allgäu. Nachdem sich das Phänomen des Blutes im See leicht erklären lässt, gehören die meisten anderen Geschichten ins Reich der Fabeln und Märchen. So wird berichtet, dass immer wieder Menschen verschwunden seien, ob in Erdspalten oder durch Geister, die sie in den See hineingezogen haben, lassen wir dahingestellt. Diese Todesfälle sind jedoch höchstwahrscheinlich auf frei werdenden Schwefelwasserstoff zurückzuführen. Auch von Erdspalten, die bis nach Österreich reichen, wird erzählt. Die Nazis sollen gegen Ende des Zweiten Weltkrieges Goldschätze der Deutschen Nationalbank in einer Nacht- und Nebelaktion im Alersee versenkt haben. Luftwaffentechniker haben auf und im Alersee während des Zweiten Weltkrieges mit Unterwassermodellen Aerodynamikversuche durchgeführt. Im See findet man noch heute große Eisenstangen und Gestelle, die dafür benutzt wurden. Zahlreiche Schatzsucher und Taucher bargen vorwiegend versenkte Waffen aus dem Zweiten Weltkrieg. Ein Schatz oder andere Reichtümer wurden jedoch nicht gefunden. Was auch daran liegen mag, dass der Alersee seit 1983 für Taucher gesperrt ist.